So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte nur kurz zur Einführung ein bisschen beschreiben, wo wir mit der Vorlesung stehen. Wir haben also in den letzten 2 Wochen gesprochen über verschiedene Verfahren, wie wir Regler entwerfen oder einstellen können. Zuerst vor 2 Wochen, wie wir Kriterien im Zeitbereich verwenden können. Letzte Woche, wie wir Kriterien im Frequenzbereich verwenden können und insbesondere, wie wir dynamische Kompensatoren, und wir haben da erwähnt, Lead-Kompensator, Like-Kompensator, PID-Regler und so weiter, dynamische Kompensatoren auslegen können, damit sie uns gewünschte Eigenschaften im Frequenzbereich geben. Und was wir dort zum Beispiel angeschaut haben, ist Gain Margin, Amplitudenreserve und Phase Margin, Phasenreserve. Und wir haben die in Beziehung gesetzt mit Kriterien wie zum Beispiel Overshoot oder Resonanzfrequenz und so weiter. Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben von meinen Ausführungen, als auch von den Übungen, ist diese Auslegung ungenau und empirisch. Sie wählen also diese Parameter, Sie schauen den Frequenzgang an. Normalerweise ist das iterativ, erfordert Simulation, anschauen die Antwort, dann wieder zurückgehen, adjustieren der Parameter. Und das ist für irgendwas Komplizierteres als das, was Sie jetzt hier in den Übungen gesehen haben, ist das sehr aufwendig und erfordert viel Erfahrung. Und was wir also in den letzten ungefähr 3 Wochen der Vorlesung machen werden, ist Verfahren, die über Optimierungskriterien gehen und diese Parameter oder andere Parameter, Reglerparameter entsprechend wählen, entsprechend einem quantitativen Gütekriterium, zum Beispiel Integral, des Fehlerquadrats und so weiter. Und das kommt also später in der Vorlesung. Was wir dieses Mal machen, heute machen und auch nächstes Mal, dass wir sukzessive von dieser einfachen Reglerstruktur, die wir bis jetzt verwendet haben, aufbauen auf komplexere Regelstrukturen. Komplexere Regelstrukturen deswegen, weil wir, wie wir sehen werden, uns diese komplexeren Strukturen besseres Verhalten des Systems ergeben, besser als wir mit der einfachen Struktur, die wir bis jetzt verwendet haben, das machen können. Jetzt, was machen wir spezifisch? Erweiterung der Regelungsstruktur. Zum Beispiel, wir verwenden zusätzliche Messungen. Und wenn ich eine zusätzliche Messung, und wir werden sehen, wie man das macht, verwende, müssen Sie erwarten, dass es besser wird und nicht schlechter, weil im schlimmsten Fall können Sie das auf Null stellen. Also einen weiteren Freiheitsgrad, eine zusätzliche Messung zum Beispiel. Oder was wir als erstes behandeln werden, ist Bandbreitenbeschränkung durch, also das Erste, was wir machen werden, ich würde das in 2 Teile teilen, die Vorlesung heute. Erstens dieser erste Teil mit diesen 3 Abschnitten hier, wo wir uns hauptsächlich mit Systemen, mit nicht minimalphasigen Systemen, das sind in erster Linie Systeme mit Totzeit und Systeme mit Nullstellen in der rechten Halbebene, beschäftigen. Und wir werden sehen, wie wir diese Reglerstruktur erweitern können, dass wir wirklich das maximal Mögliche für so ein System, nicht minimalphasiges System, herausholen können. Und dann in dem zweiten Teil beschäftigen wir uns mit diesen 3 Strukturen, Anti-Wind-Up, Störgrößen, Aufschalten, Kaskadenregelung, und das sind dann effektiv Erweiterungen im Sinne, dass ich zusätzliche Blöcke oder zusätzliche, eigentlich bei diesen allen, zusätzliche Messungen einführe, die mir dann eine Verbesserung der Regelqualität geben. Also die ersten 3 nicht minimalphasige Systeme, was kann ich machen? Und das zweite Teil hier, zusätzliche Messungen, verschiedene Sachen, Stellgröße messen, Störung messen, zusätzliche Zustandsgröße messen und so weiter. Und nächstes Mal dann werden wir
weiter aufbauen, noch kompliziertere Strukturen, als wir es hier haben, nämlich Strukturen, die mehr als eine Eingangsgröße oder mehr als eine Stellgröße erlauben. Das für kompliziertere Systeme, wir haben nicht nur einen Freiheitsgrad, sondern wir haben mehrere Möglichkeiten, das System zu beeinflussen und wie legen wir in diesem Fall den Regler aus. Das ist ein bisschen ein Ausblick, Rückblick und Ausblick über das, was wir machen. Zuerst also Systeme jetzt im ersten, wahrscheinlich ziemlich genau die erste Vorlesungsstunde, nicht minimalphasige Systeme. Und bevor wir jetzt auf das eingehen, nicht minimalphasige Systeme, möchten wir anschauen, wie wir die Regelgüte in diesem Fall bewerten. Und wir haben schon wir haben verschiedene Kriterien eingeführt, letzte Woche, vor zwei Wochen. In diesem Fall werden wir jetzt, weil das besonders geeignet ist, um diese nicht minimalphasigen Systeme zu analysieren, in diesem Fall wird die Bandbreite als ein Kriterium, als ein Kriterium verwenden für die Regelgüte. Und daher wollen wir uns jetzt als erstes genauer diese Bandbreite anschauen. Genau, jetzt, wie können wir die Bandbreite definieren, was bedeutet das und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach einen geschlossenen Regelkreis, minimalphasig, nicht minimalphasig, was immer. Und wir wollen jetzt, da hier diese Größe hier ist effektiv minus e, das ist also der negative Fehler. Ich schreibe das nur hin, minus e, weil das ist von unten nicht unbedingt klar, was der Fehler ist. Diese Größe ist also minus e. Das da hier streichen wir weg, hier diesen Anfangsteil hier, diese Definition, sondern wir definieren einfach den Loop Gain L als KG. Das wäre alles außer dem Minuszeichen. Also der Loop Gain L ist für den Loop Gain. Nur einfach das Symbol, das wir definieren. Das zweite, was wir anschauen, ist zwei Übertragungsfunktionen. Eins die Übertragungsfunktion zwischen Ausgang und Sollwert, also die Übertragungsfunktion zwischen diesem Sollwert und dem Ausgang. Wenn Sie so eine Übertragungsfunktion definieren, dann müssen Sie sich als erstes sagen, was soll die sein? Was wünsche ich? Wie soll diese Übertragungsfunktion ausschauen? Und ganz klar hier, das Ideal wäre, dass y gleich r ist. Das Ideal ist, dass der Ausgang gleich dem Sollwert ist. Und das heißt, idealerweise ist diese Übertragungsfunktion hier 1. Sie kann nicht 1 sein und zwar aus verschiedenen Gründen, aber idealerweise ist es 1. Und je näher zu 1, desto besser. Und das zweite hier ist eine andere Übertragungsfunktion, das ist zwischen E und R. Das ist jetzt also die Übertragungsfunktion zwischen dem Fehler, E ist der Fehler, hier ist minus E in dem Blockdiagramm, aber E ist der Fehler, E ist gleich, das ist nicht definiert hier, aber E, ups, so, E wäre, also das wäre minus Y minus R. Okay. Also E ist der Fehler zwischen Ausgang und Sollwert. Und hier ist diese Übertragungsfunktion definiert, also Beziehung zwischen Fehler und Sollwert. Was wollen wir von dieser Übertragungsfunktion haben? Klar müssen, wollen wir den Fehler so klein wie möglich haben. Am besten wäre es, wenn wir für alle R immer einen Fehler 0 bekommen. Das heißt, idealerweise ist diese Übertragungsfunktion S gleich 0. Idealerweise. Und wir können uns da nur als Gedankenstütze vielleicht dazu schreiben. Das also ist ungefähr 0 und das hier ist ungefähr 1. Also das ist das Gewünschte. Es ist nicht eigentlich ungefähr, sondern wir möchten gerne, dass das 0 ist und das gleich 1 ist. Weiters zwei Terme, die wir da hier nicht noch definiert haben, zwei Ausdrücke. Wir bezeichnen das normalerweise als in Englisch die Sensitivity. Okay, und das hier bezeichnen wir als die Complementary
Sensitivity. Okay? Warum jetzt complementary? Weil Sie ganz einfach sehen können, die Beziehung S plus T ist gleich 1. Okay? Sensitivität und komplementäre Sensitivität sind gleich 1. Addieren zu 1. So, wir schauen daher. Okay. Gut, und jetzt wollen wir die Bandbreite definieren aufgrund jeder dieser Übertragungsfunktionen, das heißt L und T und S, wie wir sie daher eingeführt haben. Und das ist hier gezeigt und typisch schaut das so aus. Sie sehen also hier zuerst diese Übertragungsfunktion L, das herausstreiche da hier. Das ist unsere Loop Gain. Und das wissen wir, wie es schon ausschaut. Wir haben das schon gezeichnet, letzte Vorlesung in den Übungen und so weiter. Hoch für niedrige Frequenzen, tief für hohe Frequenzen. Das geht immer so herunter, wenn wir einen PI-Regler einführen und so. Das ist der typische. Natürlich muss es gegen Null gehen. Es muss gegen Null gehen, weil für ganz hohe Frequenzen habe ich keine Stellgröße, habe ich keinen Eingang. Das System kann dem nicht folgen. Und für kleine Frequenzen habe ich das groß. Warum? Weil ich eine große Verstärkung habe und dadurch gute Fehlerunterdrückung. Also das war S. Dann können wir als zweites, also das war L. Als zweites können wir die Sensitivität zeichnen. Das wäre also jetzt in dem Fall. Die schaut so aus. Das heißt, früher habe ich gesagt, idealerweise ist die Sensitivität ungefähr 0. Ich habe das geschrieben, ungefähr 0 auf der letzten Folie. Und wir sehen, ja, es ist 0 im Sinne, dass es 0 ist. 0 für kleine Frequenzen hier ist es sehr klein, aber dann für hohe Frequenzen ist es 1. Okay. Also hohe Frequenzen kann ich nicht unterdrücken, da ist der Fehler genauso groß wie der Sollwert. E über R ist die Sensitivität, ist das etwa 1. Und das dritte jetzt, was ich definieren kann, wie ich gesagt habe, ist die komplementäre Sensitivität, die ist zwischen Sollwert und Ausgang. Und ich habe das da hier gezeichnet. Und das heißt, T haben wir gesagt, ist ungefähr 1. Und wiederum, das kann ich gut machen für niedrige Frequenzen. Wenn Sie anschauen, für niedrige Frequenzen ist das ungefähr 1, aber für hohe Frequenzen ist es ungefähr 0. Das heißt, ich kann diese Spezifikationen 0 und 1 erreichen, aber über einen beschränkten Frequenzbereich. Und der beschränkte Frequenzbereich ist genau die Bandbreite. Und die Bandbreite kann ich definieren, entweder aufgrund der Sensitivität, das wäre dieses Omega B hier, oder aufgrund der komplementären Sensitivität, das ist BW. Und Omega C ist einfach die Crossover Frequency, das habe ich schon verwendet, das ist dort, wo L gleich 1 ist. Okay. So, Omega B. Und wenn Sie sich überlegen, was wirklich wichtig ist, und wir werden sehen, ein Beispiel, daher gehe ich jetzt nicht genau auf die Diskussion ein, am wichtigsten ist die rote Kurve, die Sensitivität. Das ist das Wichtige, was ich anschauen will, was mir wirklich ausdrückt, die Regelqualität. Und daher, was mein Kriterium ist, das ich hier verwenden werde und will, ist das Omega B. Und man kann zeigen, das werde ich jetzt nicht ableiten, das machen Sie dann in Regelsysteme 2, ist, dass diese Beziehung gilt, Omega B unter der Annahme Phase Margin kleiner als 90 Grad, diese ganz allgemeine Beziehung, Omega B kleiner als Omega C, kleiner als Omega BW, weil Omega BW sehen Sie da oben definiert, aufgrund der grünen Kurve, aufgrund der komplementären Sensitivität. Also das, was wir uns anschauen wollen, ist dieses Omega B. Wir können es ein bisschen abschätzen durch das Omega C oder das Omega BW, wir können das abschätzen, aber das, was wirklich wichtig ist, ist das Omega B. Das ist jetzt Definition, wo benutzen wir es und wie benutzen wir es jetzt. Wir schauen also jetzt uns an,
eine ganz wichtige Sache und ein grundlegendes Konzept führen wir hier ein. Wir wollen anschauen, was sind die inhärenten Beschränkungen der erreichbaren Regelgüte. Was meine ich damit? Letztes Mal, wir haben verschiedene Kompensatoren, P-Regler, PI-Regler, PID-Regler und so weiter eingeführt. Und wir haben dann gesagt, ja, wenn wir von P auf PI gehen, jetzt wird etwas besser, PID wird etwas besser. Aber eigentlich, was schön wäre zu wissen, was ist das Beste, das möglich ist? Das ist genauso wie, sagen wir, in der Thermodynamik haben wir die Carnot-Wirkungsgrad, ne? Der ihnen gibt, wie viel Wärme sie effektiv in Arbeit umsetzen können. Und sie wissen genau, was das Maximum ist, das sie umsetzen können. Und dann können sie verschiedene Maschinen bauen, die dem Maximum so nahe wie möglich kommen, das heißt, die effizient sind. Und genauso hier wollen wir wissen, was ist das Beste, was ich erreichen kann an dieser Bandbreite für ein gewisses System. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt irgendeinen Regler habe, sei es P oder PI, ob ich weiter suchen soll, den Regler zu verbessern oder nicht. Wenn ich nahe dieser Schranke drinnen bin, brauche ich mich nicht bemühen, weiter herumzupröbeln und so weiter, dann weiß ich, ich bin an der Grenze. Und daher diese Grenzwerte, was man erreichen kann, sind sehr wichtig im Ingenieurbereich allgemein, sei es in der Thermodynamik, sei es hier der Regelungstechnik. Jetzt, was ich Ihnen gebe, ist einen kleinen Einblick in diese Grenzwerte für diese Minimalfall ohne Beweise. Genau werden Sie es dann in der Regelsysteme 2 genau das betrachten. Wir schauen uns jetzt an, also Totzeit, und wir schauen uns an die Phase von einem Totzeitelement. Und diese Diagramm können Sie auch so betrachten. Also statt da hier sagen, für L ist gleich 1, vielleicht noch praktisch, also wenn Sie da hier schreiben, Omega L ist die Achse. Das entspricht dann nach der Diskussion weiter unten. Und das ist einfach die Phase. Und Sie können sich jetzt Folgende anschauen. Wenn ich jetzt die Phase habe, da hier von dieser 270 Grad, dann gibt Ihnen das hier ungefähr 4,7 den Punkt hier. Okay. Das heißt, und das ist hier unten dann im Text dargestellt, Sie haben größere Phasenverzögerung größer als 270, wenn Omega L größer als 4,7 ist. Das ist einfach von dem Diagramm hier. Das heißt, das Maximale, was Sie an Omega C, das ist diese Durchfrequenz, erreichen können, ist etwa 4,7 über Lambda. Warum? Weil ich Ihnen letztes Mal gesagt habe, wir können diese Lead-Kompensatoren, aber der Lead-Kompensator geht normalerweise nicht viel über 90, sonst verstärkt er zu viel. Und was heißt dann 90? Dann können Sie die Phase anheben von 270 auf 180, und das wäre gerade der Limit der Stabilität, 180 Grad, das heißt, wäre null Phasenreserve. So, das ist also gewissermaßen das Omega C beschränkt ist auf 4,7 über Lambda, ergibt sich aus dieser Phasenvorschub, den Sie nicht größer machen können. Das können Sie dann umwandeln, diese Ungleichung hier. Also wir haben Omega C ist beschränkt bei Phi über Lambda, und von der letzten Seite her wissen, dass wir die Bandbreite ist beschränkt durch Phi über Lambda. Und es ist ganz wichtig, dass Sie so eine Beziehung, ob das jetzt 4 ist und ob es jetzt 3 oder 2, das ist jetzt nicht so genau, das hängt genau, was für Kompensator und so weiter. Aber dass die Bandbreite beschränkt ist, so ungefähr, sagen wir 4 über Lambda, ist extrem wichtig, dass Sie das merken. Und weil der Fehler gemacht wird von
unzähligen Leuten, auch Professoren, die sagen, ja, ich werde jetzt da einen sehr komplizierten Regler bauen und sie sehen dann, ja, er hat den Regler gebaut, versucht da diese Bandbreite zu erweitern und in Wirklichkeit ist das unmöglich aufgrund dieses Kriteriums. Also das ist unabhängig, was für ein Regler ergibt sich diese Beschränkung. Bandbreite etwa. Das heißt natürlich, die Bandbreite ist beschränkt, umgekehrt proportional zur Totzeit. Wenn Sie eine Totzeit haben für 10 Sekunden, heißt das, Bandbreite ist 4 über 10, 0,4. 100 Sekunden noch größere Beschränkung, 0,04 und so weiter. Umgekehrt natürlich der Totzeit. Je länger die Totzeit, desto kürzer die Bandbreite. Wir können jetzt weiterschauen. Jetzt, was ist mit einer Nullstelle in der rechten Halbebene? Und hier ist, was hier aufgezeichnet ist, diese Pardee-Approximation der Totzeit. Die können Sie so herleiten. Also wir nehmen, könnte man eine ganze Funktionen-Approximation herleiten, aber ungefähr kann man sich das so plausibel machen, dass wir hier e hoch minus s lambda darstellen, auch e hoch minus s lambda dividiert durch e hoch plus s lambda halbe und dann für Zähler und Nenner eine Taylor-Reihen oder eine Maclaurin-Reihe hier genau gesagt bilden, hier für den Zähler und für den Nenner. Und da können Sie natürlich beliebig weitergehen und hier sehen Sie, wie jetzt eine Pardee-Approximation zweiter Ordnung, und das muss ich sagen, da muss ich das, das habe ich gesehen, muss ich prüfen, ob das wirklich hier gemeint ist, zweiter Ordnung oder wie der Ordnung definiert ist, und das werde ich Ihnen, das schulde ich Ihnen hier, ob es das zweiter Ordnung ist. Das heißt also, das würde sich beziehen auf wie viele Terme hier ich im Zähler habe, aber das ist nicht die Nomenklatur, ist nicht total klar. Aber Sie sehen hier, dass sich also diese Pardee-Approximation, welche Ordnung immer, sehr gut an die wirkliche Phase anschmiegt und nur dann für höhere Frequenzen, sehen Sie, weicht es ab. Aber, und natürlich, wenn Sie jetzt weiter da die Approximation fortsetzen, gibt sich ein weiteres Anschmiegen und ein besseres Anschmiegen. Das heißt, für einen großen Frequenzbereich hier stellt diese Funktion recht gut, ist eine gute Approximation der Totzeit. Und das nehmen wir jetzt, also diese, das ist die Approximation hier, 1 minus TS über 1 plus, oder wir schauen uns das an, wir sagen daher, wenn wir einen Allpass haben, 1 minus TS, das heißt eine Nullstelle in der rechten Halbebene, dann können wir das in etwa so anschauen, wie diese Totzeit, aber wo jetzt hier Lambda halbe ist und da T. Das ist ja nur eine Plausibilität und daher können wir die Schlussfolgerung vom letzten Folie, wo wir hier hatten 4 über Lambda, können wir aus dieser Beziehung T und Lambda halbe, können wir dann erweitern. Im Fall der Allpass-Funktion ist die Bandbreite limitiert auf 2 über T. Das ist also die Schlussfolgerung vom letzten abgeleitet. Das heißt, für sowohl Systeme mit Nullstelle der rechten Halbebene, Systeme mit Totzeit, habe ich eine Beschränkung der erreichbaren Bandbreite, die so gegeben ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass Sie, wenn Sie an ein System drangehen und sagen, wie gut kann ich es regeln? Sie schauen nach, was ist die Totzeit, was ist die Nullstelle der rechten Halbebene, dann können Sie sofort sagen, ungefähr, wie gut das sein wird, unabhängig vom Regler, den Sie, bestenfalls sein wird, unabhängig vom Regler, den Sie entwerfen. Und jetzt wollen wir uns genauso einen Regler anschauen für Systeme mit Totzeit, der Sie ganz an diese Grenze, die wir jetzt aufgezeichnet haben, heranführt. Und das ist eine Totzeit, nennt sich Totzeitkompensat, der gibt es schon lange, der Herr Otto Smith, ich glaube, der ist aber, obwohl er schon das so lange ist, er erst vor kurzem gestorben, der war Professor in Berkeley und letztes Jahr hatten wir einen Besucher, Herr Varaya, der hat mit ihm Doktorat
gemacht. Herr Otto Smith ist also sehr bekannt geworden über diesen Todzeitkompensator. Jetzt macht er, was macht er mit dem Todzeit? Das erste Mal hier ist einfach gezeigt, was ist Todzeit? Antwort, nichts über einen, keine Antwort für Todzeit Lambda und dann Todzeit. Hier sehen wir ein typisches Diagrammsystem mit Todzeit. Da hier nehmen wir an, dass G von S keine Todzeit hat, multipliziert eine Todzeit. Und dann haben wir einen Regler D'. Und dieser Regler D' ist nicht ein, hat nicht eine normale Struktur, wie ich es mir vorstellen würde, also nicht ein P-Regler, ein PI-Regler, sondern dieser Regler D' ist recht kompliziert, wie wir hier sehen. Warum der so ausschaut, zeige ich Ihnen in einem Moment. Aber wir sehen also, dass die Erweiterung der Regelungsstruktur von einem einfachen P, PI, PD, dieser neue Regler mit irgendeiner komplizierten Übertragungsfunktion hier in diesem Loop drinnen. Und D in dem Fall jetzt ist wieder ein einfacher P, PI, PD Regler. Aber da hängt noch was zusätzlich dran, das ist abhängig von dem System und abhängig von der Todzeit hier. Jetzt, was wir anschauen wollen, ist, was ist die Argumentation, die Otto Smith benutzt hat, um diesen Kompensator hier einzuführen. Und das können wir leicht herleiten oder ableiten von dem Diagramm hier. Das ist jetzt nur wiederholt, genau was Sie auf der letzten Seite gesehen haben. Aber wir können das jetzt etwas anders schreiben, als es hier gezeichnet ist. Also statt das da hier so zu schreiben, werde ich jetzt diesen Punkt der Rückführung, wo diese Rückführung eintritt, werde ich verschieben, weil es ist etwas klarer. Und zwar werde ich den Punkt verschieben, also ich nehme das da hier heraus. Hier habe ich ein Minuszeichen, dürfen wir nicht vergessen, dann führe ich das zurück hier in diesen Pfad hier. Das heißt, was ich dann bekomme, ist also, sagen wir hier, die Rückführung irgendwo hier hinein. Aber natürlich wäre das jetzt da hier ein Plus. Plus und Plus. Okay. Jetzt, oder mache ich es vielleicht zur Übersichtlichkeit, also nicht, dass ich was ändern werde, aber ich kann es auch, jetzt haben wir das Ganze so hier, dann sehen wir es noch besser, was ich zeigen will hier. Das ist klarer, plus, plus. Macht keinen Unterschied, wo ich es einführe, aber ich, nur, dass wir es klarer sehen können. Okay. Und jetzt schauen wir uns, nämlich zur Argumentation, was war das, die Überlegung von Otto Smith, schauen wir jetzt uns dieses Element hier, ja, dieses Element hier und dieses Element hier an, und die sind ja jetzt in parallel, ne, jetzt auf der einen Seite habe ich dieses I to minus LS und dann parallel dazu, Sie sehen hier, das geht hier, und dann parallel dazu habe ich das andere Element. Und jetzt, wenn Sie anschauen, parallel dazu, einerseits zähle ich hier E minus E minus Lambda S GS ab, E minus Lambda S GS ab, zähle ich praktisch die Strecke, ziehe ich ab, und dann zähle ich G dazu. Das heißt, wenn ich jetzt nur diese zwei parallelen Elemente anschaue, also wenn ich nur das da hier anschaue, dann habe ich als Nettoeffekt, habe ich hier einfach G von S. Ich ziehe also das E minus Lambda S ab, G von S, und führe das G von S ein, daher habe ich G von S. Was heißt das? Das heißt, dass ich eigentlich im Feedback in der Rückführung jetzt, die wir uns anschauen, die Rückführung zwischen hier und hier, das ist dieses, der große Block hier, in dem großen Block, habe ich jetzt nur mal das System ohne Todzeit. Ursprünglich hatte ich G, E hoch minus Lambda S, G von S mit Todzeit, neu habe ich jetzt nur G von S. Bitte. Der untere Block, G von S minus E hoch minus Lambda S und so weiter.
Wenn wir das G von S von der Todzeit E hoch minus Lambda S so einfach trennen können, dann hätten wir auch von Anfang an G von S nehmen können. Also wie kommt es, dass wir die Todzeit kompensieren müssen, wenn wir die Todzeit von der eigentlichen Funktion schon trennen können? Wir können sie nicht trennen, wie wir sehen werden. Die Todzeit ist etwas, das im System selbst ist. Also was vielleicht hier nicht genug betont ist, dieser Block hier ist die Natur. Das ist der wirkliche System draußen. Dort ist diese Todzeit drinnen. Wir können sie nicht wegnehmen. Wie komme ich also an das Gefängnis? Ich habe ein Modell davon. Okay? Was jetzt hier in dieser, was wahrscheinlich besser wäre zu schreiben, ist das Folgende. Ich werde, und das machen wir jetzt mal beim Regelsystem 2, ich könnte jetzt hier schreiben, zum Beispiel G Strich, Lambda Strich und G Strich. Und G und Lambda wäre mein Modell, G Strich wäre das Modell vom G und Lambda wäre meine Todzeit, die ich geschätzt habe, von der richtigen Todzeit Lambda. Das heißt, wenn ich jetzt Glück habe oder gut informiert bin und genau mein System weiß und genau meine Todzeit weiß, dann bekomme ich in der Rückführung schließlich nur mehr G von S. Inwiefern müssen wir dann, wenn wir schon ein Modell haben von dem echten System, wieso nehmen wir nicht gleich das Modell? Wir wollen nicht das Modell regeln, wir wollen das wirkliche System regeln. Wissen Sie? Ja. Das hier ist, nein, das ist wichtig, das ist nicht immer, ist vollkommen berechtigt, Ihre Frage, aber wir haben da irgendein physikalisches, technisches System, das wir regeln wollen. Ne? Und dann bilden wir praktisch ein mathematisches System hier. Wenn wir jetzt das Physikalische genau kennen würden, dann wäre es mathematischer genug, aber in Wirklichkeit wollen wir oder eine Stellgröße hineinschicken und messen. Also das ist jetzt die Idee. Die Idee führt dazu, dass wenn ich jetzt die Übertragungsfunktion anschaue, dann bekomme ich schließlich am Ende y über r, Ausgang über Sollwert, Ausgang über Sollwert, bekomme ich, und was wichtig ist, hier im Nenner hier, und wissen Sie, dass der Nenner kommt aus der Rückführung, ist die Todzeit verschwunden. Das heißt, meine charakteristische Gleichung, wie hier betont ist, in der charakteristischen Gleichung erscheint die Todzeit nicht. Aber die Todzeit ist noch da, nämlich ich habe die Todzeit hier. Die ist die wirkliche Todzeit, die im System drinnen ist, ist natürlich nicht verschwunden. Ich kann sie nicht verschwinden lassen, sie ist im System drinnen. Und das ist diese Todzeit hier, die vom System drinnen ist. Das Einzige, was ich gemacht habe, die Todzeit scheinbar von meiner Rückführung entfernt und daher erscheint die Todzeit nicht mehr hier mit dem G. Normalerweise habe ich G mal E minus Lambda S. Ich habe jetzt in dem Fall nur G mal E minus Lambda S im Zähler, das ursprüngliche System. Im Nenner habe ich dieses fiktive G ohne dem Lambda, das ist diese mathematische Konstruktion. Okay? Jetzt, was ist das Resultat? Und das Resultat sieht man am besten durch ein Beispiel. Hier ist also genau das gemacht, was ich Ihnen beschrieben habe, mit diesem Smith-Kompensator im einfachsten Fall, dass ich hier ein System habe mit erster Ordnung. 1 über s plus 1 und eine Todzeit. Und ich weiß jetzt in dem Fall, nehme ich an, dass ich Todzeit genau weiß, und ich verwende jetzt einen PI-Regler und ich sehe jetzt, was passiert, dass wenn ich k diesen
diese, also der PI-Regler zuerst einmal habe ich genau mit der gleichen Zeitkonstante gesetzt wie das System. Also ich habe hier S plus 1, ich habe hier, normalerweise hätte ich hier für den PI-Regler, wenn Sie nachschauen, hätte ich hier eine Konstante TI hier. Aber das TI ist genau gesetzt, TI ist gleich 1 für den PI-Regler hier. Und das 1 setze ich, weil da hier auch ein 1 ist. Deswegen ist das 1. Das heißt, es kompensiert sich. Aber das Verhalten jetzt dieses Reglers ist interessant. Das Verhalten gibt Ihnen mit zunehmendem K, 1, 3, 10, eine praktisch ideale Antwort des Systems, nämlich das System, wenn Sie jetzt sich vorstellen, ich erhöhe das weiter auf 100 oder was, was sehen Sie dann? Es passiert nichts für einen Zeitschritt. Ja, warum nicht? Das ist die Todzeit im wirklichen System. Für einen Zeitschritt kann nichts passieren. Das ist die inhärente Verzögerung im System. Aber nach dem einen Zeitschritt gehen Sie perfekt praktisch zum Endwert 1 und bleiben auf dem Endwert. Das heißt, mit diesem Smith Predictor können Sie in dem Fall, und man kann auch sagen in anderen Fällen, eine ideale Antwort erreichen. Das heißt, ideal sofort nach der Todzeit auf den Sollwert und auf dem Sollwert bleiben. Wenn Sie jetzt dagegen einfach einen PI-Regler einführen, ohne diesen Todzeitkompensator, würden Sie sehen, ja, das schwingt und hat eine gewisse Schwingzeit und so weiter, würden Sie nie diese Güte erreichen. Das Smith Predictor gibt Ihnen genau die Grenze des Erreichbaren für dieses System mit Todzeit. Jetzt schauen wir uns die drei Übertragungsfunktionen, die wir angeschaut haben, vorher, die wir eingeführt haben, L, T und S an, für dieses System, dieses Beispiel, Smith Predictor, erste Ordnung und PI-Regler. Also es ist genau dieses Beispiel. Und genau wiederum K ist gleich 1, K ist gleich 3, K ist gleich 10. Hier sind die Loop Gain und mit Loop Gain passiert es genau das, was wir erwarten. Wenn der Loop Gain natürlich größer wird, 1, 3, 10 gehen die hinauf, Loop Gain wird größer. Daher bekomme ich verschiedene Durchtrittsfrequenzen. Wenn Sie hier anschauen, die Durchtrittsfrequenz wäre ungefähr in dem Bereich hier. Das ist für 1, das ist für 3, das ist für 10, hier die Durchtrittsfrequenzen. Die Durchtrittsfrequenzen werden größer, aber Sie sehen, von 1 auf 3 ist ein großer Unterschied, 3 auf 10 ist schon weniger Unterschied. Ne? Hier schauen wir uns jetzt die Phasen an auch. Was man zeigen kann hier, dass wenn K gegen unendlich geht, geht diese Durchtrittsfrequenz Omega C gegen P über 3 Lambda. Pi über 3 Lambda. Das heißt, und Sie sehen, dass Pi über 3 wäre ungefähr 1. Ne? Das heißt, es geht ungefähr auf 1 über Lambda. Lambda ist 1. Und wenn Sie sich jetzt da hier anschauen, C0, das verschiebt sich alles auf diesen Punkt hier. Auf diesen Punkt, das ist die Durchfallfrequenz, wenn Sie K gegen unendlich ist, dieser Punkt hier. Dann der Phase Margin, wenn Sie jetzt an diesem Punkt die Phase anschauen, dann sehen Sie, die Phase geht auf 120 Grad, das heißt, die Phase Margin geht auf 60 Grad. Und Gain Margin ist auch, können Sie zeigen, also wo das 180 ist hier, geht das genau auf 2. Das heißt also, Sie haben da ganz deutlich, auch wenn Sie K gegen unendlich geht, wenn Sie haben diese ideale Antwort, haben Sie Beschränkungen in der Bandbreite, Phase Margin, Gain Margin. Phase Margin, Gain Margin sahen sehr gut aus, aber sie haben Beschränkungen in der Bandbreite. Bandbreite definiert über Omega C. Wir können jetzt das nächste anschauen, nämlich das T. Das ist jetzt das T hier. Und wiederum, was Sie jetzt hier sehen, ist nicht günstig. Also Sie sehen, dass wenn ich das K größer mache, von 1 auf 3 auf 10, dann gehe ich also von 1, und dann gehe ich von 1 hier auf 3 hier, auf 10 hier, wenn ich 100 mache, wird es weitergehen und so weiter. Das heißt, im Prinzip
wird diese Bandbreite, die ich bekomme, größer und größer. Aber in Wirklichkeit ist das nicht, vergleichen Sie hier nur mit dieser Übertragungsfunktion die Amplitudenverhältnis zwischen Sollwert und Ausgang. Das heißt, Sie geben eine Frequenz hinein, Sie schauen an eine Frequenz heraus und Sie sehen, ja, ungefähr gleiche Amplitude. Aber das heißt nicht, wenn y ist gleich r von der Amplitude her, heißt das natürlich nicht, dass y gleich r ist, sondern es wird mehr und mehr Phasen verzögert. Das heißt, der Fehler ist groß, nur die Amplitude ist gleich, aber der Fehler zwischen y und r ist groß. Und daher das anzuschauen hier, Omega BW macht keine Aussage über die Regelgüte. Wir schauen uns nicht diese T-Funktion an. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt die S-Funktion anschauen, die Sensitivität, gibt es Ihnen genau das wieder, was wir erwarten. Nämlich, wenn wir jetzt K erhöhen, geht es in diese Richtung. Aber ist es eine Grenze? Das heißt, wenn wir K gegen unendlich, dann verschiebt sich dieses Omega-Strich, das wir hier haben, also diese Frequenz hier, verschiebt sich schließlich auf Pi über 3 Lambda, das heißt auf ungefähr 1. Pi über 3, 1 und Omega L ist gleich 1. Das heißt, auch wenn Sie jetzt K gegen unendlich haben, verschiebt sich, ist die Bandbreite hier, diese Bandbreite, über die Sie regeln können, in der die Sensitivität, in der Sie einen Fehler kleiner als 1 bekommen, ist limitiert. Warum? Wegen der Todzeit. Bandbreite Omega B limitiert unabhängig von K, auch wenn Sie K unendlich machen. Und der Grund ist einfach, der Todzeitkompensator kann nicht Todzeit eliminieren, kann nur die Performance verbessern. Schließlich Aussagen über Phase Margin. Sie können sich erinnern, wir haben gesagt, Phase Margin ist ein Robustheitsgrad, sagt uns, wie viel wir das System ändern können, bevor es instabil wird. Aber ich habe auch speziell darauf hingewiesen, dass Phase Margin und der Zusammenhang zwischen Phase Margin und Peak und so weiter, andere Kriterien, gilt nur idealerweise für Systeme zweiter Ordnung und einfache Regler. Ne? Systeme zweiter Ordnung, das heißt System plus Regler zweiter Ordnung. Wenn das nicht der Fall ist, und hier ist es nicht der Fall, hier habe ich diesen Todzeitkompensator, dann gilt das nicht. Und nur auf Phase Margin zu schauen, hilft nichts. Zum Beispiel hier in dem Fall haben wir Phase Margin immer, wie ich gesagt, größer als 60 Grad. Ja, heißt das, dass es gut ist? Nein. Wenn Sie diese Regler anschauen, dann gibt es für ein großes K, haben Sie immer 60 Grad. Die Empfindlichkeit kann beliebig groß werden. Und hier ist eine Illustration, also wenn Sie hier zum Beispiel die Todzeit nicht gut können und hier auch bei kleinen Änderungen bekommen Sie Instabilität des Systems, wenn dieses Modell der Todzeit, das Sie haben, in Ihrem Regler und die wirkliche Todzeit, also mein Lambda-Strich, wie ich es vorher genannt habe, mein Modell und mein Lambda im System nicht gleich sind, kann es zu Instabilität führen. Also Gains Margin und Phase Margin sind ungenügend, wenn Sie jetzt weit weg sind von einem System zweiter Ordnung, wie wir immer die Annahme gehabt haben. Und hier sind Sie weit weg vom System zweiter Ordnung. Gut, sind wir perfekt mit dem fertig, setzen dann fort mit den drei anderen Themen, also End-Wind-Up und Störgrößenaufschaltung und Kaskadenregelung in 10 Minuten. So gut, machen wir weiter. Jetzt speziell, was wir durch dieses Anti-Wind-Up, ich weiß eigentlich keinen deutschen Ausdruck, was wir durch das Anti-Wind-Up ansprechen wollen, ist ein Ausdruck, dass die Systembeschreibung, die wir hier haben, die lineare Systembeschreibung, die wir hier haben, ist natürlich eine Approximation der Realität. Es gibt keine wirklich linearen Systeme, außer vielleicht um einen beschränkten Betriebs,
Punkt. Und dort, wo wir die Nichtlinearität als erstes sehen, ist, dass unsere Aktuatoren, die wir benutzen, immer beschränkt sind. Sei es ein Ventil, sei es eine Spannung, sei es irgendeine mechanische Stellgröße, überall sind die Aktuatoren beschränkt. Und das ist also hier gezeichnet. Wir haben also hier diese Beschränkung speziell hervorgehoben durch diese Übertragungsfunktion, wie es hier gezeichnet ist. Also wir haben ein lineares Verhalten zwischen U-min und U-max und außerhalb dem haben wir eine Sättigung, das heißt, der Ausgang ist dann gesättigt für eine Größe UC, die hereinkommt, für eine Größe U, die herauskommt, kommen wir in diesen Bereich hin und in diesem Bereich ist das U konstant, der Ausgang unabhängig von dem UC, das hineingeht. Wir haben also dieses Element der Sättigung, das hier dargestellt ist. Und dann haben wir Strecke und der PI-Regler. Jetzt, was ist das Problem mit dieser Sättigung? Das Problem ist, Sie können sich vorstellen, die Natur dieses Integrators ist, dass solange ein Fehler ist, und wir haben so den Integralregler vor einer Woche, zwei Wochen erklärt, der integriert, solange der Fehler nicht null ist. Aber was der Regler nicht weiß, dass die Stellgröße ansteht, also der integriert, kriegt einen höheren und höheren Wert für UC, aber eigentlich das UC hilft nichts, weil das U hier beschränkt ist. Und wenn jetzt der Fehler verschwindet, dann ist dieses UC hoch aufgebaut, auch wenn der Zähler 0 ist, dauert es jetzt eine lange Zeit, bis dieser Integralterm wieder abnimmt. Das heißt, mit so einer Beschränkung, besonders bei Integralreglern, aber nicht nur bei Integralreglern, kann es zu sehr schlechten Verhalten kommen wegen dieser Sättigung. Das heißt, jeder Regler und besonders jeder Regler mit Integralanteil soll immer eine Verfügung haben, ein Teil, der berücksichtigt die Sättigung. Und Sie müssen auf das immer schauen, weil auch Industrie, kleine Softwareregler und so weiter, das nicht unbedingt drinnen haben. Und wenn das nicht drinnen ist, dann führt es fast immer zu Problemen in der Regelgüte. Und wenn es einen End-of-Wind-Up drinnen hat, dann soll man schauen, wenn es Probleme gibt, schauen wir mal, wie das ausschaut und ob das genügend ist. Was ist jetzt die Idee dieses End-of-Wind-Up? Das ist, wir haben alles gesehen am letzten Diagramm mit der Ausnahme dieses Teils hier. Und ich zeige es jetzt nur so qualitativ, es ist dann besser eigentlich auf der nächsten Folie. Wir haben also hier bauen eine zusätzliche Rückführung, das ist neu, dieser blaue Teil hier, das ist neu, eine zusätzliche Rückführung um diesen Integrator. Und was macht diese Rückführung? Diese Rückführung macht gar nichts im Bereich, solange UC, das haben wir angeschaut, UC, das was da hier hineingeht, UC, also diese effektive Stellgröße, solange die effektive Stellgröße zwischen U-min und U-max macht es nichts. Solange die Stellgröße gleich dem U ist, macht dieses Element nichts, weil Sie sehen, da hier ist es 0. Null, also da geht nichts in die Rückführung hinein, in diesen Bereich. Aber wenn es jetzt außerhalb U-min oder U-max ist, habe ich jetzt plötzlich da hier einen Proportionalregler mit Steigung, also mit Steigung oder mit Verstärkung von Ka. Also dieses Anti-Wind-Up, dieser blaue Block hier, der Anti-Wind-Up, das hier,
macht nichts, solange die Stellgröße im erlaubten Bereich ist, und außerhalb schaltet es dann diesen Feedback-Loop ein. Das ist jetzt nicht selbstverständlich zu verstehen, was macht der Feedback-Loop, warum, deswegen im nächsten Diagramm noch einmal gezeichnet, genau das, was wir haben wollen. Und zwar sehen wir von hier, dass wir also, was wir vergleichen, hier ist UC, das ist UC, C für Controller, U, das aus dem Controller herauskommt, und das wirkliche U, das ins System hineingeht. Das heißt, das U nach der Beschränkung. Also U ist nicht UC, sondern U geht bis zu einem Maximum hinauf. Das ist das Maximum hier und zu einem Minimum. Und wir schauen hier die Differenz dieser beiden an. Das heißt, solange wir in diesem Bereich dazwischen sind, keine Sättigung, solange das, was aus dem Regler hinausgeht und effektiv das, was aus dem Regler hinausgeht und das, was implementiert wird, solange diese zwei Dinge gleich sind, ist das hier 0 und es passiert nichts. Diese Eingangsgröße ist 0, passiert nichts. Aber wenn jetzt einen Unterschied gibt zwischen UC und U, dann haben Sie diesen Feedback-Term. Dann schaltet man gewissermaßen das ein, und dieser Feedback-Term ist proportional dem Unterschied zwischen der gewünschten Stellgröße und der tatsächlichen Stellgröße. Und jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen und das untersuchen, indem wir das Blockdiagramm umformen und es, das ist jetzt von der letzten Seite, und es anschauen, nur in dem Punkt, wenn es U und UC nicht gleich sind. Weil solange U und UC gleich sind, passiert gar nichts. U und UC nicht gleich, also das, was berechnet wird, UC, und das, was implementiert wird, U nicht gleich, dann bekommen Sie diesen Feedback-Term hier. Und dann können wir das noch einmal umformen hier, wobei das U-Max hier in diesem Diagramm nicht berücksichtigt ist, aber noch einmal umformen. Und dann sehen Sie, wenn es sättigt, dann habe ich statt einem Element KP plus KIS, also das hier war das ursprüngliche, aber wenn es sättigt, stellt sich das Ganze um, nicht auf einen PI-Regler, sondern auf einen Lead-Lag-Term, das heißt, ich habe jetzt nicht einen Integrator im Nenner, sondern habe ich ein System erster Ordnung. Das heißt, mein Integrator ist verschwunden, und was ich jetzt effektiv habe zwischen Fehler und UC, dieser berechneten Kontrollgröße, ist ein System erster Ordnung. Das ist also die Idee nach diesen ganzen Ableitungsschritten. Ich stelle den Integrator ab, sobald meine Stellgröße sättigt, und verwandle den Integrator in ein einfaches Lead-Lag-Element. Jetzt, warum genau so? Was? Es gibt unzählige Verfahren, um diese Kompensation zu machen. Nicht nur das, was ich Ihnen hier gezeigt habe. Das ist das einfachste Beispiel. Und die Konsequenz sieht man am besten an einem Beispiel hier. Das ist einfach ein System, das ist einfach eine einfache Strecke, 1 über S. Das heißt einfach ein Integrator als Strecke. Und dann haben Sie hier einen PI-Regler, ne, der I-Regler hier, und dann haben Sie dieses Feedback hier, das, was berechnet ist, UC, und das, was an die Strecke geht, U. Die Differenz geht dann durch dieses KA Faktor 10. Und wir sehen dann als das Beispiel jetzt, warum ist das eine erweiterte Regelstruktur? Sie sehen das hier, jetzt mit diesen Reglern nehme ich an, dass ich eine zusätzliche Messung habe. Was ist die zusätzliche Messung? Die zusätzliche Messung ist das U hier. Also wir können das anschauen, das hier ist U, das geht in die Strecke hinein, das hier ist UC, das ist das, was der Regler berechnet. Und ich
hier berechne ich die Differenz zwischen UC und U. Sie können jetzt sagen, ja, ich muss das nicht messen, ich könnte mir auch einfach das anschauen, wie groß das ist. Das stimmt. Normalerweise, wenn man es kann, misst man es, weil immer einen Unterschied gibt zwischen einem Element, wann es wirklich sättigt und wo es sättigt von einem Aktuator und wann es theoretisch sättigt. Und daher hier diese Differenz gibt Ihnen genau die praktische Sättigung an und nicht die berechnete theoretische. Und daher, wenn man es kann, will man also zusätzlich diese Größe U messen. Um die Sättigung, um zu sehen, ob dieses U wirklich diesem UC, dem Berechneten, entspricht. Und wie schaut das jetzt aus in Simulation? An dem Beispiel, Sie sehen also da hier, without anti-windup and with anti-windup, without anti-windup sehen wir dieses Überschwingen. Und was passiert jetzt? Sie sehen also, was passiert ist, dieser Integrator, die Stellgröße sättigt sofort, ne, die geht sofort auf 1 und der Integrator integriert weiter hier, zum Beispiel bis ungefähr 1,5 without dem Anti-Windup, während ohne dem mit dem Anti-Windup ist der Integrator nicht so voll aufintegriert trotz Sättigung und geht daher schneller von der Sättigung ab und geht schneller herunter und wir bekommen daher die bessere Antwort. Hier in dem ersten Fall hier ist die Stellgröße viel zu lang gesättigt und es kommt dann daher aus diesem Grund zu dem Überschwingen. Und im zweiten Fall sehr verbessertes Verfahren. Das heißt im Allgemeinen, Sie haben diese Anti-Windup drinnen. Also dieses Anti-Windup hier also ist ein Zusatz zum Regler oder auch der unabhängig, hier wäre das KA hier und daher diese Messung, ne? Was Sie zusätzlich eingeführt haben zum Regler, zusätzlich zu dem normalen, hier ist angenommen, dass er PI-Regler ist, es könnte auch irgendwas anderes sein, nicht nur ein PI-Regler. Und was man vielleicht noch betonen kann, hier ist einfach die Regelgüte ist besser, schlechter. Hier ist ein Beispiel eines unstabilen Systems, also Sie sehen hier ist S minus 0,1, das heißt es hat einen Pol in der rechten Halbebene bei 0,1 und besonders in solchen Fällen kann also gesättigter Aktuator kann zur Unstabilität des Systems führen. Wir haben da wiederum genauso die Rückführung KA, des Anti-Windup, aber wir vergleichen dann im nächsten Beispiel mit einem PI-Regler ohne Sättigung. Ne? Funktioniert das gut? Wenn wir jetzt eine Sättigung drinnen haben, dann schaut das ganz anders aus. Sie haben also strichliert, no anti-windup, durchgezogen mit anti-windup. Sie sehen also, dass effektiv das System mit dieser Sättigung, und Sie sehen hier die Sättigung, das System geht dann in ein Limit-Cycle-Behavior, also nicht wirklich ein Grenzzyklus, sondern immer größer. Das heißt, hier ist das abgeschnitten, natürlich würde das so gehen und dann weiter und so weiter. Was man hier nicht genau sieht. Sie haben also hier Instabilität des Systems, weil nicht von der linearen Analyse, funktioniert das gut, von der linearen Analyse funktioniert es so wie hier gezeigt. Stabiles System, wenn Sie jetzt die Stellgrößen gesättigt haben, dann führt es hier zur Instabilität wegen dieser Sättigung. Okay. Irgendwelche Fragen noch zu diesem Anti-Windup? Gut, wenn nicht, dann gehen wir zur nächsten Erweiterung der Regelungsstruktur und das nennt sich Störgrößenaufschaltung oder
Feed-Forward Control, und hier habe ich es eingestellt, zugeschrieben, weil es Englische deutlich anders ist, und in Englisch sagt niemand Disturbance, whatever, Disturbance Compensation. Was ist jetzt die Idee? Was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist, dass Feedback gut und schlecht ist aus dem folgenden Gesichtspunkt. Feedback korrigiert meine bleibende Regelabweichung, ist misst das Ergebnis und kann da entsprechend korrigieren, aber auch Feedback reagiert erst, wenn ein Fehler aufgedacht ist. Das heißt, zuerst, wenn eine Störung kommt, beeinflusst das System, ich sehe einen Fehler und dann reagiert der Feedback-Regler. Jetzt, es würde mir helfen, wenn ich den Fehler vorhersagen könnte. Das heißt, wenn ich die Störgröße messen könnte und sofort reagiere, bevor die Störgröße noch die Regelgröße beeinflusst hat. Und das ist die Idee hier. Also ich habe zuerst einmal DG, das übliche System, und dann habe ich die Störgröße, die also ich annehme, dass die über eine Übertragungsfunktion GW sich auswirkt auf Y. Also dieser Standardregler, den ich hier habe, der reagiert natürlich erst, er misst den Fehler und dann reagiert der Regler und verändert die Stellgröße. Und jetzt, was ich neu annehme hier, ist, dass ich meine Störgröße messen kann. Ich werde Ihnen dann Beispiele geben, ich kann die Störgröße messen. Und ich führe dann einen Kompensator ein, und ich werde mir jetzt anschauen, dann, wie ich den auslegen soll, hier, und greife direkt auf die Stellgröße, das ist das U hier, das ist meine Stellgröße U hier, hier ist dieses U, greife ich auf die Stellgröße ein über diesen DF, diesen Störgrößenaufschaltung, über diese Feed-Forward-Control. Also das nimmt an, eine zusätzliche Messung, ich messe die Störung direkt und nicht indirekt erst, wenn sie meine Ausgangsgröße betroffen hat. Die Frage jetzt, wie soll ich DF wählen? Und das kann ich sehr einfach bestimmen, indem ich einfach die Übertragungsfunktionen darstelle. Das erste ist hier einfach die Übertragungsfunktion zwischen Y und R, und hier ist die Übertragungsfunktion Abhängigkeit von W. Und was bekomme ich jetzt hier? Jetzt bekomme ich den blauen Teil und den roten Teil, und den roten Teil können wir, also das, der blaue Teil ist das GW, hier GW mal W, und der rote Teil ist das DFG. Das wäre also DF mal G. Das wäre in dem Vorwärtspfad W mal DF mal G. Und dann kommt natürlich über 1 plus DG, 1 plus DG von unserer üblichen Blockdiagrammalgebra, 1 plus DG. Und jetzt ist ganz klar, was will ich haben? Ich will natürlich haben, dass dieser Term hier, diese Übertragungsfunktion, was in etwa 0 sein soll. In etwa 0, weil das würde heißen, dass W sich nicht auswirkt auf Y, überhaupt nicht. Und das gibt natürlich dann die Schlussfolgerung, DF ist gleich minus GW über G. Das heißt also, wenn ich so eine Kompensation mache, das heißt, ich kann die Störgröße messen, das ist die Voraussetzung, weiters die Voraussetzung, dass ich kenne, ich kann das messen, zweitens, ich kenne GW, ich weiß, wie die Störgröße sich auf meine Ausgangsgröße auswirkt, ich kenne das GW, wenn ich diese zwei Bedingungen erfüllt habe, und wie ich gleich sehen werde, und wenn dieses DF realisierbar ist, perfekt
dann wirkt sich die Störgröße überhaupt nicht auf meinen Ausgang aus. Jetzt, Messung ist klar, was ich gesagt habe. GW ist klar, dass ich das kennen muss. Was meine ich jetzt nicht realisierbar? Dieses DF muss stabil sein, weil wenn es nicht stabil wäre, was würde dann passieren? Dann würde eine Störung plötzlich eine Änderung von U auslösen und das U würde wachsen und wachsen ohne Ende. Außer es würde natürlich alles sättigen und würde nicht funktionieren. Und genauso, es muss kausal sein. Warum? Weil die Störungen normalerweise kann ich nicht vorhersagen. Daher kann ich dort nicht ein Element E plus S Lambda haben, weil das würde heißen, ich kann die Störung voraussagen, sondern ich kann hier, muss ein kausales Element in DF drin haben. Das heißt, wann funktioniert es nicht? Also da hier muss gemessen, G und GW müssen bekannt sein, G und GW müssen genau bekannt sein und GW über G muss realisierbar sein. Realisierbar ist es nicht, wenn es Nullstellen in der rechten Halbebene hat, weil dann G über GW wäre dann instabil oder wenn G eine größere Totzahl als GW hat. Und diese zwei Fälle schauen wir uns als Beispiele gleich an, dann wird das selbstverständlich im nächsten auf der nächsten Folie. Also das ist jetzt der Fall G, GW. Und wenn ich mir also jetzt DF ist gleich DF ist gleich minus GW über G. Das habe ich also hier ausgerechnet und wenn ich jetzt das hier anschaue, das funktioniert in Ordnung, aber das da hier ist unstabil. Ne? Ich kriege jetzt von dieser Nullstelle in der rechten Halbebene kriege ich einen unstabilen Pol, das heißt, ich kann das nicht implementieren. Jetzt, man kann zeigen, dass im gewissen Sinn optimal es ist, diesen instabilen Pol durch einen stabilen Pol gespiegelt zu ersetzen. Das heißt, dieser Pol ist auf S gleich plus 1 und ich ersetze den Pol durch einen Pol S gleich minus 1. Also Pol S ist gleich minus 1 und hier hätte ich den Pol gleich plus 1. Und man kann zeigen, gewissen Sinn optimal ist, dass man den Pol einfach spiegelt und ersetzt durch den gespiegelten Pol. Und Sie können dann dieses DF benutzen. Jetzt, dieses DF ist natürlich nicht perfekt. Das heißt, es kompensiert nicht perfekt alle Störungen, die reinkommen, aber teilweise. Genauso sehen Sie hier ein Beispiel. Wir haben wiederum DF ist gleich minus GW über G. Und Sie sehen hier, dass dieses DF würde hier führen, für diese andere Situation, zweite Beispiel, auf einen Term E plus S. E plus S würde heißen, ich muss meine Störung W vorher wissen, eine Zeiteinheit. Normalerweise nicht der Fall, ich kann das nicht realisieren. Hier kann man auch wiederum zeigen, nach gewissen Kriterien optimal kann ich einfach dieses E plus S vernachlässigen und das DS, DF, wie hier unten angezeigt, approximieren. Jetzt, das ist für den einfachsten Fall, je nachdem wie die Störung ist, ist das nicht eine gute Approximation. Diese Approximation ist dann gut, kann ich zeigen, wenn die Störung mehr oder weniger einem Sprung entspricht. Wenn die Störung jetzt ein Sinus wäre, ist das keine gute Approximation, die ich mache. Das wäre für eine Sprungstörung, ist das nach Fehlerquadratkriterium die beste Approximation, die ich machen kann. Sonst andere Approximation. Also wieder zusammenfassend hier, DF
Also wann funktioniert das? W muss Störung gemessen, G und GW müssen bekannt sein, das heißt, sie müssen ein Modell haben und G minus GW über G muss realisierbar und Probleme gibt es dann mit Nullstellen und Todzeit. Sie sehen wie immer Probleme mit nicht minimalphasigen Verhalten, wie zum Beispiel Nullstellenrechnung halb über eine Todzeit. Okay, dann schauen wir uns ein paar sehr einfache physikalische Beispiele an für dieses Feed-Forward. Jetzt, was ist die Idee hier? Das wäre ein Verdampfer in dem Fall. Ein Verdampfer und Sie wollen, also das ist dieser Verdampfer, der wäre hier Heizung. Und dann haben Sie hier Flüssigkeit drinnen und Sie haben Wasser, das zugeführt wird und oben geht dann Dampf hinaus. Und Sie wollen diese Flüssigkeit natürlich, das ist genauso wie so ein Kaffeekocher, die Flüssigkeit wollen Sie, der Flüssigkeitsstand wollen Sie in etwa konstant halten. Das heißt, Sie haben hier eine Messung des Messung des Flüssigkeitsstandes hier und dann entsprechend zuführen des Wassers. Wenn die Flüssigkeit sinkt, wird mehr Wasser zugeführt. Und was ist jetzt die Idee hier? Die Idee ist hier, dass wir nicht warten einfach, dass die Flüssigkeit sinkt, sondern wir schauen uns hier an, wir messen effektiv, wie viel Dampf weggeht. F wäre also für Flow. Das F steht für Flow. Und das L steht hier für Level. Okay. Wir messen, wie viel Dampf weggeht. Und dann können wir schon vorher mehr Frischwasser zuführen, bevor dieses Niveau hier, dieses Niveau hier sinkt. Also wir schauen uns die Störung. Die Störung wäre in dem Fall die Abnahme von Dampf. Wir können uns diese Abnahme anschauen und sofort für eine zunehmende oder abnehmende Dampfabfuhr vorsorgen und dann gleich entsprechend Feedwater kompensieren. Hier ist jetzt die Kombination der beiden und das ist meistens, wie es gemacht wird. Einerseits haben Sie einen Feedback, also eine Rückführung Regelung. Das wäre also der Feedback-Regler. Misst das Niveau und adjustiert die Zufuhr und dann übergelagert darauf haben Sie den Feed-Forward-Regler, Disturbance, das heißt, es misst die Störung und beeinflusst gleich dieses Messelement hier, bevor die Störung noch das Niveau beeinflusst hat. Meistens diese Kompensation. Warum die Kompensation? Weil, wie ich Ihnen gesagt habe, der Feed-Forward-Regler, für den brauchen Sie genaue Modelle, Störung genau messen. Sie können das nie perfekt machen. Das heißt, der Feed-Forward-Regler wird einen Großteil der Regel, für den Großteil der Regelgüte verantwortlich sein. Und dann kommt die Detailkompensation über diesen Feedback hier. Das ist alles, also über den Feed-Forward-Regler gibt es dazu noch Fragen? Okay. Dann das letzte, ist Kaskadenregelung und wiederum Kaskadenregelung weit benutzt. Hier genauso wie mit dem Feed-Forward-Regler zusätzliche Messung. Feed-Forward-Regler, wir haben eine zusätzliche Messung der Störung, in dem Fall zusätzliche Messung, eine andere Prozessgröße, die wir messen. Jetzt, wenn wir das
analysieren dieses Blockdiagramm, gibt es also da zwei Regelkreise eigentlich. Wir haben also jetzt, wenn wir uns nur auf den inneren Teil hier konzentrieren, wir haben also hier einen Standardregler, der auf Y1 reagiert. Und dann haben wir darüber hinaus einen zweiten Regelkreis hier. Dieser Regelkreis, der auf den Sollwert des inneren Regelkreises, der Sollwert des inneren Regelkreises beeinflusst. Jetzt, was ist die Logik, warum mache ich zwei Regelkreise? Und ich soll sagen, noch in der Praxis sind oft nicht nur zwei, sondern sind drei oder vier oder fünf Regelkreise, die ineinander geschachtelt sind, als Ergänzung dessen, was ich hier, als Erweiterung dessen, was ich hier zeige. Jetzt, was macht der blaue Regelkreis hier? Der blaue Regelkreis, ich nehme an, also ich habe effektiv meine Regelgröße, die ich regeln will, ist Y2. Das ist das, was ich wirklich, mein Interesse ist, da Y2 zu regeln. Ich habe dazu im Ganzen nur eine Stellgröße und diese Stellgröße ist hier. Das ist meine effektive Stellgröße U1. Und mein System, das ich, ist natürlich das, was zwischen U1, der Stellgröße und der geregelten Größe, das System ist dieses System hier, G1, G2. Das will ich regeln. Also ich habe ein System, G1, G2, was ich Y2 und U1 sind die Y2 ist, was ich regeln will und U1, was ich zur Verfügung habe. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass eine Störung eintritt in das System und dass diese Störung W1 zum Beispiel. Und ich kann diese Störung nicht messen, aber ich möchte trotzdem diese Störung kompensieren, bevor sie sich auswirkt. Aber ich kann eine andere Größe messen, nämlich intern im System eine Größe Y1, die durch diese Störung beeinflusst wird. Und ich kann daher mir vorstellen, dass ich einen inneren Regelkreis, diesen blauen Regelkreis hier, baue, der mir intern den Einfluss der Störung auf Y1 kompensiert. Und was ich dadurch erreiche, ist, dass das Y1 sich hoffentlich wenig verändert und sich daher das Y2 auch wenig verändert. Und Y2 ist das, woran ich interessiert bin. Aber das wird nicht perfekt gehen. Daher werde ich noch immer einen zweiten Loop verwenden, und zwar diesen Loop hier, den ich gezeichnet habe. Aber was macht jetzt dieser externe Regler? Der externe Regler hat als Stellgröße den Sollwert den Regelkreis des inneren Regelkreises, des blauen Regelkreises. Und wir werden das an einem Beispiel sehen, es ist vielleicht hier komplizierter, als es tatsächlich, schaut es komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Also wir haben den äußeren Regelkreis, der den Sollwert des inneren Regelkreises beeinflusst und dann den inneren Regelkreis. Jetzt, genau, ich glaube am Beispiel sehen wir es am besten oder von der Auslegung her. Was sind jetzt die Terminologie? Zuerst einmal, wir haben den inneren Regelkreis, das ist der Inner Loop, Secondary Loop, Slave Loop etc. Das ist dieser blaue Loop hier. Und dann haben wir den äußeren Regelkreis, Outer Loop, Primary Loop, Master Loop, auch genannt, das ist der Kreis hier. Und dieser äußere Kreis beeinflusst den Sollwert des inneren Kreises. Jetzt die Idee ist natürlich, dass das Sinn macht, G2 ist langsam im Vergleich zu G1, weil wenn G2 hier
wenn G2 hier sehr schnell ist, dann ist egal, ob Sie jetzt Y1 messen oder Y2 messen, ist praktisch dieselbe Größe. Aber wenn G2 langsam ist, dann kann es sehr wichtig sein, dass Sie diese Y1 schnell ausregeln, bevor es über G2 Y2 beeinflusst. Als erstes jetzt, wie lege ich diese Regler aus? Da hier, jetzt habe ich natürlich zwei Regler, die ich auslegen muss, D1 und D2. Wie mache ich das? Ich gehe einfach von innen nach außen, schrittweise, zuerst D1, dann D2 und so weiter. Und wenn ich jetzt da hier D1 auslege, also als ersten Schritt, das wäre also D1 auslegen, dann bekomme ich diesen inneren Regelkreis, also dieses D1 auslegen. Und dann dieses rote Element hat dann die Übertragungsfunktion D1 G1 über 1 plus D1 G1. Und mit dem kann ich dann den zweiten Regler D2 auslegen. Und das ist hier gezeigt, hier ist mein rotes Element, das ich gesehen habe gerade vorher. Und ich kann jetzt mit dem neu den Regler D2 hier auslegen. D2 kann ich jetzt auslegen für dieses System. Und wenn alles, die Annahmen stimmen, wenn alles gut funktioniert in dem inneren Regelkreis, dann ist es oft der Fall, dass ich diesen Regler D1 so auslegen kann, dass in erster Approximation das hier ungefähr 1 ist. Das heißt, ich habe Ihnen ja gesagt, was ist diese Übertragungsfunktion, das habe ich Ihnen eingeführt in der ersten Stunde, die komplementäre Sensitivität. Idealerweise y ist gleich r, wenn ich das auslegen kann. Das heißt, diese Übertragungsfunktion im Vergleich zur ganzen anderen Dynamik ist etwa 1. Und dann kann ich G2 auslegen. Jetzt, was wird oft übersehen in Industrie- oder Anwendungskontext, ist das Folgende. Ich habe jetzt das alles entworfen, D1, D2, und jetzt kommt irgendwer her und stellt diesen Regler, D1, verändert diesen Regler. Jetzt, wenn er es verändert, beeinflusst er das Systemverhalten und dann, wenn diese Approximation gleich 1 nicht geht, dann müsste ich D2 auch ändern. Und wenn da mehr Loops sind, muss ich dann D3 ändern, D4 ändern. Das heißt, dieses D2 hängt natürlich ab von D1. Das heißt, ich lege D1 zuerst aus, dann D2. Aber wenn jetzt wer kommt und D1 ändert, dann darf ich nicht vergessen, dass ich D2 auch adjustieren muss. Und wenn das vergessen wird, gibt es natürlich Probleme. Und jetzt sind nur zwei einfache Beispiele für dieses Kaskadensystem. Und zwar ein Durchlauferhitzer hier. Da ist Industriekontext, aber wäre das gleiche in einem Gas-Hitze zu Hause. Sie haben also da hier, Sie haben also da hier Gasbrenner und dann haben Sie hier, was erhitzt wird. Sie haben hier das kalte Öl, das dann da hier, das kaltes Öl oder Wasser, das erhitzt wird von einer niedrigen Temperatur auf eine hohe Temperatur.
gegeben, vorgeschrieben, und daher haben sie hier dieses Temperature Transmitter, das ist das, was TT heißt, Temperature Transmitter, also und dann Temperature Controller. Und der Temperature Controller verändert dann entsprechend Zufluss des Gases zu dem Brenner. Wenn es zu kalt ist, wird also mehr Gas verbrannt. Das ist also der normale Feedback-Loop. Jetzt gibt es aber diverse, sagen wir da hier, sind Gasdruckschwankungen. Diese Gasdruckschwankungen werden sich dann auswirken auf Temperatur dieses Öls. Und das möchte ich vermeiden. Und daher, was ich hier intern mache zuerst, ist einen kleinen Loop hier. Und das ist ein Pressure Controller. Das heißt, ein Druckregler. Das heißt, wenn es jetzt zu Druckschwankungen kommt, wird der rote Regler die Druckschwankungen ausgleichen, ohne dass er die Temperatur, diese Flüssigkeit, die da erwärmt wird, beeinflusst. Und dann zusätzlich habe ich noch einen Temperaturregler darüber, der jetzt was beeinflusst, den Setpoint, also den Referenzwert für den Druckregler. Das heißt, jetzt wenn die Temperatur abnimmt, wird er den Sollwert für den Druckregler hochsetzen. Und ich habe jetzt dadurch eine bessere Qualität und Auskompensierung der Störungen durch diesen untergelagerten Druckregler als nur durch diesen Temperaturregler allein. Und das letzte Beispiel, ähnlich, Sie können da das mehr chemische Charakter, Sie können auch da hier irgendeinen Chemical Vapor Deposition für irgendeine Leiterplatte oder was, können Sie auch annehmen, wo es Temperaturregelung, das kann also genauso für Beschichtungsanwendung kann das gelten. Und was ist das Prinzip hier? Sie wollen also da hier drinnen wollen Sie die Temperatur regeln. Das ist also meine Hauptgröße, das wäre mein Y2. Mein Y2 hier ist meine Hauptgröße, meine Temperatur. Und wie wird das gemacht? Ich habe einen Heizmantel um diesen Reaktor herum. Flüssigkeit drinnen. Und ich habe also hier jetzt einen Kaskadenregler. In erster Linie habe ich jetzt einen Regler, der die Temperatur des Heizmantels regelt. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Y1 hier. Das ist die Heizmanteltemperatur. Und ich habe diesen Regler. In dem Fall ist kein Heizmantel, ist Kühlmantel, Entschuldigung, Kühlmantel regelt. Das ist dieser Regler hier, der die Kühlmanteltemperatur regelt, der ist untergelagert. Und darüber hinaus habe ich eine Temperaturmessung von Y2 und Y2 beeinflusst den Sollwert, Setpoint dieses Temperaturreglers. Also innen, ich regle die Heizmanteltemperatur und darüber hinaus setze ich den Sollwert der Heizmanteltemperatur fest aufgrund der Messung von Y2. Hier wiederum die zwei überlagerten Regelkreise, ein unterer für die Manteltemperatur und ein äußerer, um die effektive Reaktortemperatur zu regeln durch Beeinflussung des Sollwertes für den Heizmantel, für die Heizmanteltemperatur. Okay. Fragen? Wenn nicht, nicht immer geht die Zeit so gut, aber heute geht's. Gut, guten Appetit.